Hallo Leute, wenn ihr wissen wollt, wie man einen alten Blues Standard reharmonisiert und stilistisch begleitet irgendwo im Bereich zwischen Jazz und Slow Blues, dann seid ihr im Workshop Open Stage im Acoustic Player 3 2016 genau richtig. Wir schauen uns das alte Traditional St. James Infirmary Blues zusammen an und in Open Stage zeige ich euch eine ganz nette Begleitung im Drop-D-Tuning, bisschen reharmonisiert, ein bisschen von den Akkorden her verjazzt, aber ganz gut spielbar und gibt wirklich eine Menge Akkorde zu entdecken. Ich kann euch ja mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Im Intro arbeiten wir zum Beispiel mit einem Fingerpicking-Pattern. Erkläre ich euch natürlich im Acoustic Player Workshop ganz genau und später im Vers sind wir so ein bisschen in einem ganz langsamen Walking Jazz Style. Ja, wenn ihr was kennenlernen wollt in diesem Stil mit dieser getragenen, schönen Atmosphäre in D-Moll, seid ihr hier genau richtig. Dazu gibt es auch einen Jam-Track zum Üben und Mitspielen. Und wie der klingt, hört ihr jetzt noch ganz kurz. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Acoustic Player 3 2016 wiedersehen. Thank you.
Musik.